Das nationale Forschungsprogramm Nachhaltige Nutzung der Ressource Boden, NFP 68, untersucht im Auftrag des Bundesrates das Wissen zur Bodenqualität, entwickelt Instrumente, die Bodenqualität zu bewerten, und entwickelt aber auch Strategien für die nachhaltige Nutzung des Bodens. Im Kern sind es 25 Forschungsprojekte im Bereich der eigentlichen Bodenforschung, aber auch der landwirtschaftlichen Forschung, der Raumplanung. Und wir sind jetzt seit 2012 sind wir an den Forschungsarbeiten, im Moment in der Synthesephase, und werden 2018 abschließen. An der Universität Neuchâtel erforschen wir Nematoden, die Schnecken befallen. Ihre Wirksamkeit ist bereits bekannt. Was aber noch fehlt, sind geeignete Methoden, sie im Feld freizusetzen. Wir arbeiten an diesen Methoden. Dazu kapseln wir die Nematoden in kleinen Kugeln ein. Diese Kugeln verfügen über einen Lockstoff, der die Schnecken anzieht und sie dazu bringt, die Kugeln zu fressen. Die Nematoden werden freigesetzt und infizieren die Schnecke. Bisher haben wir im Labor sehr gute Ergebnisse erzielt. 70 bis 100% der Schnecken gehen ein, wenn sie die Kugeln fressen. Als nächstes wollen wir die Kugeln in einem größeren Maßstab testen und sie auf einem Feld ausbringen. Wir an der ETH Zürich und an der Universität Lausanne arbeiten mit Bakterien, die auf Wurzeln leben und zusammenarbeiten mit der Pflanze. Die Pflanze bietet Lebensraum und Nahrung für die Bakterien, und die Bakterien fördern die Pflanzengesundheit, sie fördern das Pflanzenwachstum und bilden Substanzen, die pathogene Pilze, aber auch Schadinsekten töten können. Das heißt, man kann diese Bakterien benutzen, um Pflanzen gezielt gegen Schädlinge und Krankheiten zu schützen. Gegen Krankheiten geschieht dies bereits. Wir untersuchen nun genau, wie man das gegen Insekten machen könnte. Wir versuchen auch, unsere Bakterien mit anderen Organismen, die Insekten befallen, zu kombinieren, zum Beispiel mit Nematoden. Und die Idee ist, dass irgendwann ein Produkt geben könnte, das so die Pflanzenschädlinge biologisch bekämpfen könnte. Dies ist sehr wichtig, da ja die Schweiz das Ziel hat, die Pestizidausbringung zu reduzieren. Und daher brauchen wir Alternativen, und unsere Bakterien könnten eine solche Alternative sein. Ziel des Projektes, das im Labor für Mikrobiologie der Universität Neuenburg zusammen mit einem Industriepartner entwickelt wird, ist, die Wechselwirkungen zwischen Pilzen und Bakterien im Boden zu nutzen, um den Pflanzenbau zu verbessern. Insbesondere die positive Wirkung zwischen Pilzen und Bakterien, welche ihrerseits förderlich ist für die Pflanzen. Das dafür verwendete Modell ist ein nicht spezialisierter pathogener Pilz mit dem Namen Rhizoctonia solani und eine Modellpflanze, der Kopfsalat. Damit zeigen wir auf, dass wir einen Prototyp haben, der funktioniert. Am Ende möchten wir dies für andere Krankheiten und andere Pflanzen weiterentwickeln. Im Moment sind wir dabei, auf Stufe Prototyp zu beweisen, dass die Wechselwirkungen im realen Boden funktionieren. Ziel ist es, ein Produkt zu entwickeln, das kommerzialisierbar ist und vor allem einfach im Gebrauch für die betroffenen Leute, also Landwirte, Gemüsebauern, und das einfach anzuwenden ist und auf dem Gestell aufbewahrt werden kann. Es gibt also noch viel Entwicklungsarbeit zu leisten. In den Studien, die wir im Ökotox-Zentrum durchgeführt haben, interessierten wir uns für die Bodenbiologie und die Wirkung der Pflanzenschutzmittel auf die Bodenbiologie. Die Wirkung auf einen Regenwurm zum Beispiel wird nicht dieselbe sein wie auf einen Springschwanz. Wir interessierten uns zum Beispiel für die Wirkung von Glyphosat auf die Bodenbiologie. Dazu haben wir kleine Plastikstäbchen, Beitlamina genannt, verwendet, die ermöglichen, die Fresstätigkeit der Organismen zu messen. Mit der Beitlamina-Methode haben wir uns auch für die Wirkung des Kupfers auf die Bodenbiologie interessiert. Dafür untersuchten wir zwei Rebberge, einen 100-jährigen und einen 15-jährigen, die beide während diesen Jahren mit Kupfer behandelt wurden. Wir haben festgestellt, dass im Rebberg, der während 100 Jahren mit Kupfer behandelt wurde, die biologische Aktivität verringert war im Vergleich zum Rebberg, der während 15 Jahren Kupfer erhalten hat. Die Regenwürmer sind unsere Freunde. Sie stellen den Boden her, sie legen Wurmgänge an, sie bilden Aggregate. Wir sehen hier bei diesen beiden Vorrichtungen ohne Regenwürmer, mit Regenwürmern sind die Materialien sehr gut vermischt.
Bei uns gibt es drei große Gruppen von Regenwürmern. Die Epigeischen, die nahe der Oberfläche in Komposthaufen leben, die Endogeischen und Anektischen, die im Boden leben. Die Endogeischen legen horizontale Wurmgänge an, die Anektischen senkrechte, die wie ein Lift zwischen der Oberfläche und dem Unterboden liegen. Sie sind die Ingenieure des Ökosystems und im Boden verteilen sie sich in Abhängigkeit des vorhandenen Futters, insbesondere der Nahrung, die die Regenwürmer an der Oberfläche finden. Mich haben alle Objekte gefallen oder Subjekte gefallen und ich denke, man sollte das auch, nachdem das NFP 68 fertig ist, weiterführen, solche Tage. Mir hat gefallen, dass die neue Perspektive mit alternativen Mitteln gegen die ganze Probleme, die wir in Kultur haben, bekämpfen kann. Mich hat beeindruckt, dass man nicht nur gegen die Schädlinge sich wehren muss, sondern man kann auch die Pflanzenabwehr stärken durch Simulation. Ich habe sehr viele Sachen gelernt, auf die Regenwurm-Labor, auf Aspekten, Biologie und Raubtiere von Regenwurmen. Wir stellen heute fest, dass immer mehr Forscher ihre wissenschaftlichen Kenntnisse auf die Realität im Feld und den Austausch mit Landwirten abstützen. Vielleicht liegt hier die Chance, Freiräume zu entdecken. Und genau dazu war dieser Tag gedacht.